Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Kasimir und Bad Moms J ohne dich. Ich bin drauf gespannt, Leute. Nächster Song ist da. Ballert mir weitere Vorschläge immer in die Kommentare. Checkt ab, auf was ich schon reagiert habe. Let's go, Kasimir, Bad Moms J. Ich hoffe, also nächster Song jetzt Bad Moms J. Ich hoffe, diesmal hört man den Song auch auf beiden Kopfhörern. So, wir gehen ganz kurz in die Infobox rein. Dann geht's auch direkt los. Okay, die Box ist am Start. Merch ist da. Können wir auch sehen, wer produced hat. Video ist, steht hier drin, okay. Aber wo sehe ich den Produzenten? Na da, produced ist das Ganze bei Wild Boys. Okay, okay, let's go. Wir haben lange nicht mehr auf Kasimir reagiert, ne? Kann es sein? Ja, echt, ich glaube sogar mehrere Monate jetzt. Let's go, nächster Song ist da. Ihr wolltet es haben? Immer in die Kommentare mit euren Vorschlägen. So. Bis es klappt. Alles klar, Digga. Wie kommt er denn rein, Alter, ins Studio? Was war das denn, Digga? Er wollte sie sowas von beeindrucken, aber sie dachte sich nur so... Aha, nicht noch so einer. Okay. Ich bin drauf gespannt, let's go. Ohne dich heißt der Song. Ja, Baby, ich glaub, ohne dich komm ich nicht klar. Ich bin nicht nüchtern. Nüchtern bin ich nicht einmal und ich blick dich an. Ich glaub, ich hab keine Wahl, ein Schritt zurück. Ich komm nicht hinterher. Ich frag mich, was du machst. Ich nehm dich mit, geil. Okay. Das Ding ist ja, bei Kasimir ist ja diese extrem kratzige Stimme bei ihm, die ja die eine Seite feiert oder es gibt auch einige, die sagen, ist mir zu viel. Bei ihm ist es wirklich extrem, Digga, wenn man seine Songs mal sich angehört hat. Die Lyrics sind dreckig und die Stimme ist extrem. Ich nehm dich mit zu mir nach Hause, nur wenn du 18 bist, dann geb ich dir ihn aus, sie ist nicht schüchtern. Ja, und ihr Hintern geht aus Haus, ey, ja, sie splifft auch und sie hat für mich eingebaut, ey. Er schreibt den Song ja komplett an Bad Moms J. So, und wenn du 18 bist und sie wurde ja jetzt 18, komm mit mir mit und sie bringt mir noch eine Flasche hier. Ich glaube, der Bruder ist verliebt. Am Ende, die sind einfach zusammen und ich weiß so nichts davon. Aber ich weiß noch nichts davon, deswegen mache ich weiter und diese Augen sagen es schon alles, auch wenn man die nicht sieht. Mädchen kommt, Mädchen geht, guck ich dreh, ja die geht. Ich bin drauf, halt mich wach, guck ich dreh. Arrogant, jung und wild, bin ich eh. Mach den Job, hol das Geld und ich geh. Stell mal vor, die Flasche, die auf seinem Kopf, die er hochgeworfen hat, wäre auf seinen Kopf geflogen, Digga. Hätte ich auch gefeiert. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Irgendwie der Song passt, weil, Leute... Warte. Mach den Job, hol das Geld und ich geh. Auf so einer kratzigen Stimme passt auch sehr, sehr geil diese Gitarre gerade. So hat so ein bisschen was von Rock, ne? So ein bisschen, aber da wird jetzt kein Piano oder so passen. Das Instrument hier gerade im Beat ist perfekt zu seiner Stimme. Ja, Baby, ich glaub, ohne dich komm ich nicht klar. Ich bin nicht nüchtern, nüchtern bin ich nicht einmal und ich blick dich an. Ich hab keine Wahl, ein Schritt zurück, ich komm nicht hinterher, ich frag mich, was du machst. Alles klar, Digga. Junge, Junge, die beiden, guck mal, es gibt so Feature-Songs, wo die beiden Künstler Songs machen miteinander, aber niemals so nah kommen, wisst ihr? So, wenn es um Liebe geht, der eine rappt von der Person, die andere rappt von dieser Person. Aber die beiden reden ja von sich selbst, also von dem jeweils anderen. Du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du dich traust, ich bin jetzt 18. Nein, die schmeißen uns nicht raus, ich bin dein Wingman. Check für Kasi eine aus und was für Spliffs drehen, mit den Nägeln kann ich dir kein Ba... Oh, sie hat ihn so gefriendzoned, ne, Leute. Sie hat ihn so gefriendzoned, weil sie hat gesagt, sie ist Wingman, beziehungsweise Wingwoman. So, weil sie checkt für Kasi eine aus. Ah, diese Line, sie wollte nicht sagen, wir sind nur Freunde, sondern sie hat es in ihrem Text so verpackt, damit er ein bisschen auf Abstand geht. 100 Schatz,
Bubble Butts, bin in jede verliebt. Oh my God. Ich dachte gerade, das wäre Loredana. Wie sie's macht, nein, wir reden nicht viel. Machen Krach ganze Nacht, so dass jeder uns sieht. Und wenn ein Girl mir gefällt, ja, dann nehme ich mir sie. Sehr, sehr saubere Stimme auch, also Bad Moms J liefert immer ab. Und was ich auch am krassesten finde, dass ich sie auf beiden Kopfhörern gerade einfach höre. Und das macht mich einfach nur glücklich. So. Okay. Ja, nee, es ist gelungen. Hook ist auch übertrieben nice. Hör meine Lieder am Club. Kasi ist wieder mal drauf. Sie sagt, du siehst aus wie ein Star. Ach, hast du das noch nicht gewusst? Ich weiß, du kommst nicht darauf klar. Doch was sie dir sagen, ist wahr. Für diesen Arsch musst du bezahlen. Bad Mom. Ja, Baby, ich. Die Hook ist so nice. Also jetzt gerade kommt nochmal die Hook rein. War ein nicer Part, war jetzt auch kein zu kurzer Part oder so. Sie mit ihrem Zwinkern, ich glaube, sie macht das in jedem Video. Das ist dieses Zwinkern, sie versucht mich so zu verführen. Aber ich versuche mich noch zu beherrschen, Digga. Ja, Baby, ich glaub, ohne dich komm ich nicht klar, ich bin nicht nüchtern. Nüchtern bin ich nicht einmal und ich lüg dich an. Ich glaub, ich hab keine Wahl, ein Schritt zurück, ich komm nicht hinterher, ich frag mich, was du machst. Doch, Digga, also Hook ist mega gelungen, die beiden Parts waren nice, er hat im ersten Part über sie gerappt, dass er auf sie steht, sie hat in ihrem Part davon gerappt, dass sie für ihn eine Chick klar macht, gefriendzoned auf jeden Fall, das war der ganze Inhalt, musikalisch abgeliefert. Baby, ich glaub, ohne dich komm ich nicht klar, ich bin nicht nüchtern, nüchtern bin ich nicht einmal und ich lüg dich an. Also mit der Gitarre einfach nur passend zu seiner Stimme. Sehr, sehr schön. Das war es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo. Ich sag Abo und ich mache Daumen hoch. Ihr wisst, was ich meine. Daumen hoch und Abo und Glocke und donatet noch. Spaß. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.